Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge. Und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Huch, gemeinsam wieder mit dem Randy. Moin. Mahlzeit. So, zweite Folge. Ne? Erstmal danke für die ganzen Kommentare und so weiter. Vielen lieben Dank. Und ja, wir sind weiter hier am Ernten. Und ja, wir wissen jetzt nicht, ob die Folge jetzt noch einen Tag später kam oder wie auch immer, weil wir das spontan gemacht haben. Tja, mal sehen, ne? Ja. Gucken wir mal, wenn es für, also das ist abgetrennt, sehr schön, ja. Dann drehen wir mal hier eine Runde. Ja. Ging das dann hier, ne, hier ist auch eine Betonmauer. Hier ist das Silo. Ja. Höfeingang links. Ach ja, hier. Also einfach geradeaus da, das ist das, neben dem Schweinestall ist es. Da, wo die Pferde eigentlich drin sind. Ja, ja, da ist so ein Ding, da ist so ein Trigger, das siehst du direkt. Das sieht so wie noch Stroh-Einzugsdingen aus. Musst du aber nicht anschalten, die 19er, sondern einfach anfahren, Trigger, gib ihm. Dann passt das soweit. Ach, hier ist ja eine Mauer, Gottes Willen, da wirst du noch gezwungen, rückwärts ranzufahren. Ja, du musst rückwärts fahren. Ja, klar. Da kommst du nicht rum. Aber das Abladen geht auf jeden Fall schneller, man braucht da nicht einsteigen oder irgendwie sowas wie 19er. Hm. Das passt schon ganz gut. Ja, Ertrag ist einmal abgeladen bisher und ich fahre jetzt gerade die ersten Bahnen runter. Mhm. Aber es geht. Es ist in Ordnung. Ich sag mal, Weizen gut. Lässt sich sowieso schnell dementsprechend machen. Ich spiele aber übrigens auch ohne Jahreszeiten. Ja. Nur mit Precision Farming. Jahreszeiten ist der Gang. Ja, ist halt ein bisschen Geschmackssache, ne? Der eine mag, ja, der eine mag es nicht. Dann machst du es im Multiplayer, machst du es im Singleplayer? Im Singleplayer kommt es jetzt in den nächsten Tagen im Seasons, weil ich habe eine Abstimmung gemacht und ich glaube 80% von, boah, ich glaube von über 2000 Leuten, die abgestimmt haben, haben gesagt, die wollen Seasons haben. Mhm. Also die möchten es gerne haben. Gut, ist aber für jeden recht, kannst du sowieso nie machen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber die meisten wollten das halt haben und deswegen machen wir das auch, ne? Mm. Aber hier bei uns ist halt eher so ein bisschen casual zocken, ein bisschen quatschen, dies, das und ja, einfach mal ein bisschen daddeln. Ja, bei Season muss ja wirklich überlegen, was hast du für eine Zeitskalierung? Ja. Wie viele Tage pro Monat und alles und ach, keine Ahnung. Das ist halt einfach so ein bisschen planungstechnisch schwierig, ja, ne? Ja, und dann noch in Verbindung mit Precision Farming, weil da ja auch nochmal neue Dinger da dazukommen. Ja. Also da erweitert sich Precision Farming ja auch nochmal. Och nee, keine Ahnung, das ist dann wieder halbe Wissenschaft. Ja. Ist eher was für Felix. Ja, Felix ist auf jeden Fall voll drin in dem Game, ne? Der ist ja auch, was Realismus angeht, mit Vorgewendemanagement und diversen anderen Sachen, ist er ja da echt immer, ja, up to date auch, ne? Ja. Obwohl er ja eigentlich aus der Landwirtschaft gar nicht kommt, ne? Soweit ich weiß, oder? Nö, das ist ein Bürohengst. Ja, hatte ich eigentlich auch gedacht, dass der irgendwie Landwirt oder so ist, aber dann hieß es, nö, der ist so im Büro. Ja, klar, gut. Ist ja weil so das hier, Dings hier, das Äußere und so, halt maximal einen Plan hat, ne, das ist ja klar. Ja, klar. Aber bei Felix dachte ich das halt auch, also gut, Plan hat er ja scheinbar auch, aber dass der jetzt mit Landwirtschaft gar nichts zu tun hatte, das hatte mich auch gewundert. Ja, aber es ist halt auch so wie wir, ne? Wir haben jetzt auch nicht den Groß, wir sind jetzt auch nicht die Profis oder so, aber wir sind ja auch eigentlich durch eine LS da reingekommen, ne? So ein bisschen mehr oder weniger. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, so diese krasse Faszination für reale Landwirtschaft habe ich jetzt auch nicht. Nicht? Okay. Nee, also ich war ja vor, naja, vor Corona, ne? Also da, wo die Bilder noch schwarz-weiß waren. Ja. Da war ich ja, wo wir auf der Agritechnica waren, ne? Bei Giants, ne? Da hat mir ja Ron. Der hat ja bei Klaas gearbeitet. Genau. Und da hat er mir auch mal die Drescher und so, hab ich mich auch mal reingesetzt. Das ist schon geil, ohne Frage. Mhm. Aber das ist jetzt, der blüht mir jetzt nicht so das Herz auf, ne? Also ja, klar, ja, würde ich damit auch mal im Real Life so fahren und gucken und machen und tun, so wie Ansgar das beispielsweise macht, ne? Mhm. Aber ich könnte mir das nicht als Job vorstellen. Ja, gut. Das weil das ist auch, ich glaube auch, bellenlangweilig. Ne? Also langweilig im Sinne von, dass du hier, wenn du da mal Wortendings oder irgendwas Neues ausprobierst oder irgendwie sowas, das mag das ja geil sein, aber ja, wenn du dann halt in der Ernte bist und du, keine Ahnung, du musst da 800 Hektar schrubben, du sitzt in den Drescher und das Ding fährt ja eh mit GPS automatisch hoch, runter, ja, du bist ja nur noch der Überwacher. Ja, Das also kommt mir, also weiß ich nicht, stelle ich mir langweilig vor.
Ja, es ist ja schon so, geht schon so ein bisschen in Richtung, wo ja auch die Tendenz bei Autos hingeht, Richtung autonomes Fahren. Ja, klar, ja. Ich sag mal, auf den normalen Straßen ist es halt noch ein bisschen anders, ne? Mhm. Aber im Grunde genommen, sage ich mal, die meisten haben ja natürlich hier GPS und so weiter in ihren Fahrzeugen drin. Gibt natürlich auch viele Betriebe, die das Ganze noch analog haben, weil sie dann einfach nicht die Größe haben oder whatever. Ne? Mhm. Aber größtenteils hast du ja schon recht, ne? Das ist schon viel automatisiert. Und ich finde das halt auch immer wieder lustig, die Leute sagen, ey, du spielst ja gar nicht richtig, du nutzt ja VCA. Mhm. Das ist dann auch immer lustig. Und im Real Life hat Christian das alles mit GPS mittlerweile gefahren, ne? Ja, also selbst kleine Arbeitsbreiten, ne? Weil es halt Präzision halt ist, ne? Es ist halt Effizienz, ne? Ja, mittlerweile richtig, da umgesetzt wird. Und gerade bei den heutigen Dieselpreisen schwierig. Oder überhaupt alleine, ne? Dieser ganze Markt, der aktuell so ein bisschen schwankt. Und das ist halt allgemein ein bisschen schwierig. So. Ja, schon ordentlich was zu sagen. Ja, es sieht auch süß aus, Randy. Was? Hier dein 6R mit dem kleinen Ladewagen. Aber ist halt günstig gewesen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja günstig. Reicht ja erstmal, ne? Ja, klar. Und die Felder sind jetzt nicht so wie auf der Marsch oder auf anderen großen Maps. Da fährt sich das ja relativ fix zusammen, ne? So. Zack. Amarona hier. Herrlich. Der Ertrag auf dem Feld ist rot. Bis orange. Also nicht so gut. Ja, gut, es ist ja nichts drauf. Ja, also, hast du dich jetzt schon mal so ein bisschen mit Precision Farming so ein bisschen beschäftigt? Naja, ich habe ja in meinem Video auf Corner, habe ich das ja 40 Minuten kompakt ausführlich in dem Sinne behandelt. Ja, also ich konnte eigentlich alles zeigen, bis auf das Ungraue, das wollte bei mir nicht. Okay. Aber das ist ja auch simpel, ne? Wir haben durch Precision Farming aktiv ist, wächst halt das Unkraut nicht mehr auf dem ganzen Feld komplett. Sondern es hat jetzt nur noch diese gewissen, ne, zufällig, ne, und dafür nehmen wir dann halt die Spritzen. Die haben ja mittlerweile alle das Gelümbe nachgerüstet. Richtig, ja. Ne, und dann machst du halt nur noch punktuelle Unkrautbekämpfung. Ja, ist ja wie im 19er mit dem Seasons Mod, ne, da war es ja ähnlich. Ah, da war es ähnlich, okay. Da war es ähnlich, genau, ne, da war es halt ähnlich und, aber ich finde das auch ganz gut, ne, da gab es ja auch hier so ein, von Isaria ja im Stream hier mit Werner, mit dem Ingo und mit hier Jan, hier Twitch Farming, also zwei Reihen Landwirte und Hannes. Ne? Und fand ich auch sehr interessant, den Stream. Also auch viel so Hintergrundinformationen, die du da bekommen hast. Ich finde es auch cool, dass das jetzt wieder in den LS mit dazugekommen ist, mit weiteren Features. Ne? Jo. Für alle, die da Bock drauf haben, ne? Das ist ja schön, dass es optional ist. Ja. Obwohl ich ja bei meinem Video auch schon gemerkt habe, das kann teilweise sogar effizienter sein wie ohne. Weil ohne musst du ja zweimal düngen und alles. Wenn du Precision Farming hast, fällt das ja alles flach. Da musst du theoretisch ja noch eh mal drüber und du hast ja dann das Maximum. Ne? Und du hast einen individuellen Verbrauch bei den Feldern. Ne? Das ist halt auch immer das. Ne? Das heißt, es ist halt nicht immer das Gleiche, was du ausbringst, ne? Wo du halt drauf den Knopf drückst, sondern je nach Bodenart muss das eben halt gemacht werden. Ne? Das ist halt auch immer was anderes. Und im Automatikmodus ist es ja alles easy. Für alle, die keinen Bock haben, das so manuell einzustellen. Ja. Na, jetzt hier und dann da, die drücken halt auf den Automatikmodus. Ja. Und das Ding stellt halt ein, wie viel halt ausgebracht werden muss. Richtig, genau. Ne? Und müssen wir einfach mal gucken, wie wir das hinbekommen. Das Vermessen kann man ja, oder die Bodenprobenentnahme, die kann man ja einmal manuell machen oder eben halt... würde ich aber, wenn nicht gerade die Felder allzu groß sind, manuell empfehlen, weil das zu kaufen kostet echt schade. Ja, es also ist richtig teuer. Ja, da machst du beim ersten Mal mit Mühe und Not plus. Ja, also ich habe das quasi die Tage mal getestet. Ich glaube, das war auf Feld, wo war denn das? Ich glaube, Feld 9. Da habe ich selber die Proben genommen. Ich glaube, das hat 900 Euro nur gekostet. Das ist ja ungefähr so groß wie das Feld hier, was wir jetzt hier haben. Ich glaube, jede Probe 10 Euro oder so. Ja, irgendwie sowas. Und wenn du das halt machen lässt, zum Beispiel jetzt hier bei dem Feld, wir können mal kurz gucken, da wären wir hier bei alleine schon bei fast 4.000 Euro. Das sind aber meistens das größte Teil ist Bearbeitungsgebühr, ne? Ja, genau, das ist diese Bearbeitungsgebühr, ja. Und wie viel kostet das normal? Also nur die Proben ist ja auch aufgelistet. Steht über der Bearbeitungsgebühr. Proben alleine 2.100. Also 21 Proben sind das. Ja, dann. 21 Proben sind es, aber du brauchst keine 21 Proben für dieses Feld. Das ist das Witzige. Wenn du es vernünftig fährst, dann brauchst du vielleicht die Hälfte. Mhm. Ne, man kann ja auch über die i3D, ne, für die Leute, die jetzt sich ein bisschen auskennen damit, kann man das auch wieder anpassen, ne, diese Range.
dass man das quasi mit einem macht, aber weiß ich nicht, braucht man nicht unbedingt, weil so viel Arbeit ist es halt. Ich drück's ein paar Mal auf ein Knöpfchen, schickst es ab und dann bist du fertig mit. Oh, ich bin mehr voll. Naja, egal. Fahren wir ja mal kurz raus. Da geht das. Aber ansonsten von der Performance her, ich habe auch den automatischen Drescherstopp mit drin, ne? Das hat die Schlimme gerade gerettet, oder? Ja, hat mich, weil ich hab's mir nicht gerafft. Ja, ganz klar, dann gibt es solche Skripte dank IFKO. Genau, richtig. Wir haben einige IFKO-Skripte mit dabei und laufen jetzt auch sehr, sehr gut und sind manchmal, gerade wenn man im Multiplayer so ein bisschen labert, manchmal sehr hilfreich. Das hat mir echt den Arsch gerettet jetzt. Oh, ja. So ist es halt. Ach, ehrlich. So. Ich habe schon die zerstörte Ernte vor mir gesehen. Nee. Aber manuelles Abladen, so habe ich jetzt mal weggelassen. Und auch dieses Anhänger-Füll-Limit sorgt aktuell noch in der Beta-Version jetzt hier für einen kleinen Fehler. Da kann man beim Schrebergarten zum Beispiel kein Wasser abladen. Ne? Das weiß Andi aber schon, das passt da noch an. Was das jetzt wieder... Würde ich aber eher auslassen, weil... Ja. Also, ich habe das Feature bis heute nicht verstanden. Es ergibt... Also es macht vielleicht Real-Life-technisch einen Sinn, weil maximal zugelassen ist hier Gewicht und alles. Ja, ja. Aber es behindert sich ja noch im Spiel. Ja, im Spiel... Ja... Ich sag mal so, es simuliert es halt das quasi, ja. Es ist realistisch, wobei auch viele Landwirte schon gesagt haben, man achtet da natürlich irgendwie nicht wirklich drauf. Ja, du machst den Trailer voll und fertig. Ja, klar. Naja, also ich habe glaube jetzt, also von Dokus und Videos, was ich bisher gesehen habe, ich noch nirgendwo in Anhänger gesehen, der zur Hälfte gefüllt wurde und der irgendwo hingefahren ist. Ne? Also, ja, und was das Skript jetzt hier auch noch macht mit dem automatischen Drescherstopp, ist, wenn du abgeladen hast, fährt er automatisch das Rohr wieder ein. Ne? Das ist auch cool. Ach, nö. Wie viel Stroh haben wir schon drin, Randy? Schon ordentlich was drin? Ja, ne? Rohr mal abgefahren. Und so stehen wir rund. Na klar. Achso, ja. Soll vielleicht das Ding auch noch machen. Wenn nicht schlecht, Randy. Ich wollte gerade sagen, fährt er ganz schön schnell, hör mal. Ach ne, so ist das. So. Aber ich muss ehrlich sagen, im Vergleich zu anderen Maps, die rausgekommen sind, hat die relativ, als auch hier in der Beta, relativ wenig Fehler. Ein paar Trigger werden noch erweitert, dies, das, Ananas. Aber ansonsten läuft die wirklich tipptopp. Und ist auch von der Performance her. Ja, es ist so eine kleine Map, muss man dazu sagen, ne? Genau, also das jetzt hat man eigentlich vergessen. Ja. Ne? Wobei die Performance allgemein im LS sowieso besser geworden ist, auch gerade im Multiplayer. 64 haben wir bis jetzt. Oh ja, gut, das ist schon mal. Und wir haben die ganzen Ballen auch noch, ne? Wir haben ja noch zweimal, also einmal ein Ballenlager mit HD-Ballen, also die Mini-Dinger, und einmal hier die normalen Rundballen, die wir halt auch komplett einlagern können. Das heißt, die fliegen ja auch nicht rum. Das ist auch schon mal ein Vorteil für die Map. Vielleicht sollten wir irgendwann nochmal, wenn wir Produktionen am Laufen haben, nochmal Palettenfix mit draufnehmen. Weil das wäre, glaube ich, auch ganz cool, wegen dem Limit halt, ne, von 100. Stimmt, da war ja noch was. Aber stimmt, wenn du auf der Bergwand 100 Paletten haben willst, musst du erstmal eine Weile was machen. Ja gut, ich weiß aber nicht, ob die, die produzierten, sagen wir mal, wenn wir jetzt den Schrebergartenwald anschmeißen, ob die auch dazu zählen. Das weiß ich nicht, weil die produzieren ordentlich und auch schnell. Na gut, ja. Ja, können wir mit draufnehmen, ist ja nicht das Ding. Nee, klar. Ist ja schnell erledigt. Na klar. Ja, ansonsten, ne, sind wir halt immer auch live, Leute, ne? DRV, wisst ihr, guckt immer gerne vorbei, ne? Randy ist da jeden Tag online, außer samstags. Richtig. Ich, Stefan so, ja, genau, ja, die größte Lüge in diesem Jahr, richtig. Hä, gar nicht. Donnerstags und Samstags vielleicht mal. Nee, Dienstags und Samstags, glaube ich, aktuell. Und Donnerstags hast du keinen Bock, ne? Ja, Donnerstag mache ich doch. Nee, Donnerstags immer, also auf jeden Fall immer und ansonsten, also zweimal die Woche auf jeden Fall. Wobei wir hatten aktuell ein paar Probleme mit der Map, beziehungsweise mit einem Update, wegen den Preisen. Kann auch sein, dass sich da noch irgendwas verschoben hat in dieser Woche, aber ja, weil 1000 Euro für Wolle finde ich irgendwie frech. Nicht für Wolle, für Kleidung. Ja, mach ich doch. Das Gleiche. Kosten eigentlich hier, warte mal, können wir kurz... Wenn wir... Da haben wir noch Erntereif. Oh, das Große. Da drauf. Ach, Raps. Kosten.
kostet das? Und hier ist wert für 18. Ah, was für eine Pachtkosten? Boah, 90k. Sind wir direkt pleite, really? Mhm. Dann eher vielleicht doch ein paar kleinere. Ja, bei Hofnähe würde ich sagen, erstmal vielleicht. Ja, erstmal bei Hofnähe. Ja, wir haben ja auch noch den Schaf- und Ziegenstall. Da können wir auch in Richtung Schafe gehen mit Rasen, also mit Gras meine ich. Mhm. Ja, auch eine Möglichkeit. Oder was meinst du? Ich weiß es nicht. Buh, das ist erstmal das einfachste, wa? Ja, Wolle bringt ja auch gut Geld. Halt mehr Equipment, aber. Ja, so ein bisschen was, ne? Ein bisschen hier mit die Mähwerke. Wir haben auch die Vicon-Dinger drauf. Die sind auch ganz gut. Gab es nicht noch Probleme, dass hier keine Wiesen definiert sind? Ja, hier sind keine Wiesen definiert, ja. Okay. Das heißt, für Precision Farming wird es relativ kostenintensiv. Teilweise. Mhm. Aber wenn es einmal fertig hast, dann passt das soweit. So. Ja. Was hast du bis jetzt hier runtergehört? Warte, ich guck gleich mal in den Anhänger. Aber der war noch nicht voll. Also der Ertrag war jetzt auch nicht wirklich groß. Mhm. Wir haben jetzt runtergeholt. Das kann man ja auch bei Precision Farming sehen. Das sieht man ja auch in der Übersicht. Ne? Das ist auch mal sehr cool. Insgesamt waren es jetzt Ertrag 21.000 Liter, sprich 17 Tonnen. Mhm. Ne? Gesamtwert von 7.000 Euro. Gut, wir lagern das ja ein, ne? Aber... Achso, wir können das ja jetzt hier rangucken. Ja, ja, kannst 6.000 Gewinn, ey, Wahnsinn. Naja, gut. Ich sag mal, der Ertrag war jetzt auch nicht wirklich groß. Nö. Kraftstoff, 128 Liter verbraucht. Alter. Mhm. Ja. Wenn, das bei den Dieselpreisen immer. Ja, wenn das Hänsel und Gretel hat. Ja. Ah, ne, Greta heißt sie. Scheiße. Ja. Ja, Greta, Gretel. Egal. Komm, Peter aus dem Wald. Sehr gut, dann haben wir das schon mal fertig. Dann fahren wir den Drescher erstmal weg, weil ich glaube. Guck mal. Ja, wir können sie ja schön am Hof einbauen. Ja. Ansonsten hätten wir nur noch Feld 19. Was ist Achse, Achse-Sperren haben wir im Übrigen auch drauf. Für extra für Stefan. Ich habe das einfach nur draufgepackt. Mhm. Ich weiß schon warum. Meinst du? Ja. Wir sind ja nicht so der größte Fan von Drehschemel rückwärts. Nee, gut, ich auch nicht, davon mal abgesehen. Aber ich drück's dann halt einfach mit Gewalt hinter, ne? Egal wie es aussieht. Ach so, ja gut, okay. Kann man machen, ne? Das ist richtig, ist für ja noch ein Spiel. Ja. So, fahren wir den ganzen Spaß mal weg. Cool, da haben wir die Ernte drin. Wir hätten noch ein weiteres Feld, was erntereif wäre, was auch vom Preis her okay wäre. Aber es ist, glaube ich, zu weit weg. Das wäre... Auch wieder Weizenfeld 19, aber... Wir haben jetzt 17.000 Liter, das reicht erstmal. Ich sag mal, da meinst du, sollen wir uns noch das 19er mit dazu holen? 7 ist hier, 19. Ja, 17. Ich würde eher hier so in Hofnähe die Felder. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, erstmal Hofnähe. Gut, dann machen wir das erstmal so. Wir haben ja noch 442.000, wobei so viel ist das nicht, ne? Das ist, vom Groben und Ganzen her. Weiß, fast eine halbe Million. Kriegst du schon ein bisschen was für, wenn du ab und zu mal ein paar Sachen aus dem Shop kaufst. Übrigens aber habe ich auch die Reparaturkosten-Mod mit drin. Ah ja, sehr gut. Das heißt, dass wir da jetzt nicht uns die Mutter so nicht bezahlen. Die habe ich auch noch mit draufgeschmissen. Der KI-Verkehr ist auch mit dabei, wie ihr seht, Leute. Ne? Ja. Wieso, hast du gleich mal wieder geknutscht? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Das sind das nochmal 3,8, dann haben wir den. Ja, knapp 100.000 Stroh. Ja, ist ja super. Ist schon mal ordentlich. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ach komm, ist auch fertig? Nö. Ja, tut gut. Da passt das doch irgendwie. Ich fahre mal von der vorderen Seite rein, weil da kann ich rückwärts ranfahren. Ups. So. So.
So, ich pack den Drescher mal hier vorne hin, weil das ist die größere Halle. Ja. Mal kurz hier die beim Silo das Ganze mal hier ausblenden. Kann man ja wegschalten, die Kolli beim Durchfahren. Ist auch für Autodrive ganz gut, glaube ich. Kannst du die Wände ausblenden? Achso. Ja. Auch schon mal ein. Ja, Leute, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge, ne? Wenn die ganz schnell geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn. Da steht ein Nissan drin. Schauen wir uns hier an. Sehr gut. Ja, Leute, wie immer, ne? Däumchen da lassen, Kommentar schreiben. Wenn ihr Lust und Laune habt, gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Und sag ich mal, bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Jo, tschüss.